Ran an den Schuppen. Die Aufgabe ist endlich abgeschlossen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, wie immer wie so oft konnte ich wieder ein paar Tage nicht mehr spielen. Ich gucke auch nochmal eben, aber ich glaube, ich hatte nichts reingemacht, genau. Wir hatten leider oder haben immer noch die Handwerker im Moment hier. Und da habe ich leider sehr, sehr selten Möglichkeit, überhaupt irgendetwas aufzunehmen. Deswegen, muss ich jetzt hier immer gucken. Kann ich jetzt vielleicht auch mal den anderen hier anwählen? Das wäre ganz toll. Ah, Moment jetzt. So, ach, endlich. Wir haben die Handwerker hier. Wobei heute der letzte Tag ist und da muss ich immer gucken, wann ich jetzt zwischendurch aufnehmen kann, wann nicht. Und ich kriege dann quasi hier immer Bescheid aus der anderen Etage, wo die gerade sind. Ja, heute wird es ein bisschen ruhiger oder heute sollte sie nicht so viel hören oder heute sind sie wieder am Bohren oder sowas. Also das ist schon etwas chaotisch im Moment hier. Und dann musste ich natürlich, muss ich dazu sagen, auch die neuen Harry Potter Folgen. Ah, ich wusste es, ich muss es hier reinsetzen. Ja, ich wollte eigentlich noch Hopfen machen. Aber gut, da muss ich den Maulbeersetzling natürlich machen. Dann musste ich natürlich die neuen Harry Potter Folgen erstmal aufnehmen. Beziehungsweise, Hogwarts meine ich natürlich. Beziehungsweise es sind natürlich keine neuen Folgen, sondern es ist ein komplett neues Let's Play gewesen. Moment, ich habe Zuckerrohr gegossen. Da kann ich nichts machen. Habe ich auch, glaube ich, jetzt gar keinen Spruch für. Ich habe Zuckerrohr gegossen und dann kam jetzt gerade irgendwas mit Seide raus. Was war das denn gerade? So. Dann machen wir die neue Erde da rein. Ist das jetzt das Richtige? Nee, natürlich nicht, weil er wieder nicht richtig anvisiert. So, das rein. Die hatten wir gerade gemacht. Die gießen wir noch eben schnell. Schaffen wir das noch, hier oben einmal zu gießen? Ja, noch so gerade. Oh, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Raus aus der Aktion. Schnell. Hier geblieben. Ha! My parents don't have my address, but sometimes I'm still afraid I'll walk into my home and find them in my sitting room. Okay. Kitty ist auch da. Komm her, Kitty. Oh, look at the head scratches. Ja, ich habe Katzenfell sogar bekommen, okay. Und wir haben schon zwei goldene Herzen, habe ich gesehen. Das ist cool. So, dann nochmal schnell die Gießkanne auffüllen. So, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gerade so gar nicht mehr hundertprozentig, was wir jetzt eigentlich alles machen müssen. Deswegen muss ich gleich nochmal eben nachgucken. Hühnchen füttern, wie wäre das nochmal? Flügelschlag, genau. Feenflügel war mein Synonym im Internet, nicht Flügelschlag. Unkraut finden wir auch noch. Sehr schön. Dann Kälbchen konnten wir noch nicht kaufen. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ah, ja. Zum Wahrsager. Die Frage ist jetzt, muss ich ihm das in der Nacht geben? Oder kann ich ihm das, weil es ist ja Shelby, das wissen wir ja schon, kann ich ihm das auch so geben? Das wäre natürlich klasse. Von den Seidenraupen einsammeln kannst und stell dann Seide her. Ach, vielleicht ist das deswegen. Ach, das hat sich aktualisiert, glaube ich. Da steht jetzt nicht mehr, dass ich das anpflanzen soll oder so. Besuch den Limonadenstand an einem Samstag oder Sonntag. Ich glaube, wir haben jetzt aber in der Woche, ne? Baumwolle brauchen wir nochmal 4. Das ist später. Das ist auch später. Findet in einem Tag schon statt. Stell ein Honigminzdrink her. Und einmal Honig muss ich abgeben. Ich hoffe, dass ich für den Honigminzdrink nur einmal Honig brauche. Dann kann ich nämlich beides machen. Aber ich muss definitiv gucken, dass ich das hier unten endlich mal gemacht bekomme. Dass ich die, wenn ich es richtig verstanden habe, von da oben quasi nach hier unten verfrachte, sozusagen. Also, dass ich hier unten alles anpflanze und dass ich da oben dann vielleicht mehr von dem Honig machen kann und dann die linke Seite noch weiter ausbauen mit Komposthaufen oder sowas in der Art. Das wird auf jeden Fall mein naheliegendes Ziel sein. So, die Getränke, die sind ganz unten.
Ich brauche nur einmal, aber Mist, ich brauche immer noch den schwarzen Tee und die Zitrone. Schwarzer Tee und Zitrone. Ich schreibe es mir noch mal kurz auf, damit ich es, wenn ich denn meinen Zettel hier mal rausziehen könnte. Schwarzer Tee und Zitrone. Aber ich glaube, Zitrone kann sein, dass wir das kaufen können. Aber ich glaube, schwarzer Tee, den konnten wir nirgendwo kaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Was natürlich doof ist. Können wir den eigentlich noch machen, fällt mir gerade ein. Nee, wir haben keine Disteln mehr, okay. Fischstäbchen können wir, glaube ich, gerade aktuell auch keine mehr machen. Oder vielleicht auch doch. Okay. Die Muschel war jetzt auch nicht so interessant. Jetzt wird es wieder etwas komplizierter, weil ich den Thunfisch nicht machen will. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht als letztes anzeigen kann. Weil gerade der Thunfisch ist ja doch was... Die habe ich... Nee, das habe ich ja schon gehabt. Die haben wir auch nicht mehr. Okay. Weil ich den ja schon aufbewahren möchte für die Tinte. Wobei ich könnte theoretisch... Kann ich den nicht schon mal umwandeln, damit ich auf jeden Fall Tinte habe? Für Tinte brauche ich jetzt Kohle. Wieso Kohle? Hä? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Stellen wir mal 3 her. So. Jetzt ist natürlich die Frage, dafür brauche ich Tinte. Das ist der Temposchubzauber. Dafür brauche ich Tinte. Für Zeitanhalten brauche ich... Ah, für Zeitanhalten. Moment. Haben wir die jetzt schon hergestellt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch, hatten wir, ne? Das ist sie doch. Ja, 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 okay. Oh, ich dachte gerade schon. Wo wir aber gerade schon mal hier unten sind. Dafür hätten wir auch noch... Die Frage ist natürlich, brauchen wir die Muscheln? Am besten lassen wir das hier. Weizen können wir gerade nicht machen. Violette Farbe. Brauche ich blaue und rote Farbe für. Okay, das, da halte ich mich am besten mal raus. Knochenmehl. Ja, das lasse ich aber am besten mal. Das mache ich am besten dann, wenn ich es wirklich brauche. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen, ja, zu viel des Guten. Ich schaue jetzt hier unten noch mal kurz, ob ich hier irgendwas einsammeln kann. Das ist ja nur ein Schlag. Das sammeln wir gerne ein. So. Wie er sicher auch gerade... Nein, nein. Oh, lass die Finger davon. Nimm das, wo du direkt davor stehst. Wie er gerade sicher auch schon immer wieder im Hintergrund hört, habe ich leider immer noch, beziehungsweise jetzt ein noch größeres Problem. Ich glaube, dass der Epi mich jetzt wieder angesteckt hat. Aber ich darf es ja nicht so laut sagen, weil er sagt ja immer, dass er niemanden ansteckt. Dass er immer nur angesteckt wird. Ja, meine Stimme ist auf jeden Fall gerade so ein bisschen im Eimer. Deswegen seht es mir bitte nach. Nur ich muss unbedingt neue Folgen jetzt aufnehmen mit dieser im Eimer seienden Stimme sozusagen. Weil ich nämlich gar nichts mehr habe. Ich habe von Wildflowers gar keine Folgen mehr. Nur noch die letzte hatte ich jetzt, die heute hochgeladen worden ist. Und wir haben jetzt das Wochenende natürlich vor der Tür. Das heißt, ich bin gerade brandaktuell. Zumindest jetzt in dieser Folge. Und ich versuche gerade mein Bestes zu geben, dass wir zumindest übers Wochenende keinen Ausfall haben von den Folgen. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass das auch für die Folgen von Disney Dreamlight gilt. Weil, die können wir noch nicht pflücken. Weil ich da nämlich jetzt auch nur noch eine Folge habe und ich weiß, wie viel Zeit mir jetzt tatsächlich noch bleibt, um die heute noch aufzunehmen. Ich habe jetzt leider nur den heutigen Tag. Ab nächste Woche wird es definitiv wieder besser, da habe ich wieder mehr Zeit und vor allen Dingen dann auch keine Handwerker im Haus. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, das versaut einen quasi alles so ein wenig, aber naja. Ich meine, kann man jetzt auch nicht böse drum sein, wenn was renoviert werden muss, muss es halt renoviert werden. Wenn irgendwas gemacht werden muss, sage ich mal, dann muss es halt gemacht werden. Ah, perfekt, da ist noch eine Pflanze. Na, na? So, Schwarzkümmel. Und ja, deswegen, ich mache da auch niemanden Vorwurf. Und die Handwerker können natürlich am allerwenigsten dafür.
Von daher passt das schon irgendwie. Ich hätte natürlich auch meine Zeit aufwenden können, um Sachen vorzubereiten von Wildflowers und Disney Dreamlight Valley. Aber ich habe dann zu gegebener Zeit die letzten Tage, wo ich denn mal ausnahmsweise Zeit hatte, beziehungsweise die Möglichkeit hatte, ohne zu bohren und so weiter, aufzunehmen, habe ich dann genutzt, um Harry Potter sagen, Mensch, das hat mit Harry Potter gar nichts zu tun. Außer halt, dass diese Schule so ist und ein paar von den Namen so ein bisschen ähnlich sind, also nicht ähnlich, aber die Vorgänger sozusagen, von denen sind die Vorfahren. So. Aber es ist halt kein Harry Potter Spiel, es ist halt Hogwarts, wo wir endlich wir selbst sein können und in Hogwarts rumlaufen können und nicht so ein komischer Kerl mit einer Brille und einer Narbe auf der Stirn. Für mich, also ich finde es schön, es war auch immer alles toll gemacht, aber ich persönlich muss sagen, jedes Spiel, was ich bisher gespielt habe, würde ich lieber spielen, wenn ich ein Mädchen wäre, als Char quasi. Also klar, man sollte immer die Auswahl haben, ne? Für die Jungs, die sollten natürlich dann auch einen Jungen oder einen Mann, sage ich jetzt mal, auswählen können. Das definitiv. Aber es sollte wirklich die Möglichkeit da sein. Klar, bei Harry Potter ist das ein bisschen schwierig, weil es geht halt um Harry. Da kann ich schon nachvollziehen. Aber so andere Sachen wie jetzt beispielsweise Assassin's Creed oder so. Ich meine, man kann das so umschreiben, dass es alles so ein bisschen neutral ist, sage ich mal. Und dann dementsprechend ist es halt kein Assassine, sondern eine Assassinin. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Plants will always tell you what they need. My grandmother said they'd sing to her. And I believe it. So, ich sollte aber nicht so lange stehen bleiben. Sag mal, Thomas, kannst du mir nicht endlich mal einen Hinweis geben, wie ich hier diese Bäumchen bekomme? Ich befürchte, dass ich die nur bekommen werde. Mittwoch haben wir übrigens, fällt mir gerade auf. Dass ich die nur bekommen werde, wenn ich mit ihm ja einiges weitermache wahrscheinlich. Sebastian always looks like he's having such a blast on that skateboard of his. Almost makes me want to break out my old hot pants and roller skates combo. Ach. Scheiße, ich weiß nicht, ob er das mal gesagt hat, es kommt mir so bekannt vor, aber ach du Scheiße. Kuh, Schaf, ihr könnt mich doch alle mal, aber ich wollte eigentlich die Kuh haben, damit ich dann die Milch kriege. Also werden wir erst noch Fischstäbchen verkaufen, in der Hoffnung, dass die auch am Mittwoch überhaupt da ist und arbeitet, weil da bin ich mir gerade nicht so sicher. Das sind ja immer unmögliche Zeiten irgendwie. Und dann sind sie plötzlich mittwochs nicht da und arbeiten dafür dann aber sonntags, wollte ich gerade fast sagen. Ich glaube, sonntags arbeitet gar keiner. Ach, Wesley, bevor du wieder weg bist, mit dir muss ich reden. Du sollst mich ja mal heiraten. That Francis is such a natty dresser. I want to ask him where he shops, but Francis is chill. I'm sure he'd take it as a compliment. Besides, you've got a great sense of style too. Du darfst gerne lachen, wenn ich sowas sage. Also lächeln. Mich anlächeln. Und mir danach einen Heiratsantrag machen, damit ich endlich mal diese Funktion des Heiratens ausprobieren kann. So, jetzt sag mir bitte, bitte, bitte. Oh, sie hat geöffnet, sie hat geöffnet. Oh, Moment, bevor du mir wegläufst, müssen wir dich auch mal kurz ansprechen. Nothing beats breakfast all day when you're up most of the night. I appreciate Sophia's recognition of the night owls in town. Ne, finde ich auch immer sehr gut. Hallo, Sophia. Ich meine, du bist Sophia. Rede mit mir. Hallo. I miss competing with Hazel's baking. It was such a nice break from thinking about real life. At a time when I really needed it. Ja, wir können uns auch gerne messen. Ich habe noch keine Ahnung, ob das so lecker ist, was ich dann hier backe. Aber wir können uns auch gerne messen. So, Fischstäbchen. Wir haben sogar noch 6 Fischstäbchen, die wir verkaufen können. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall genug, um uns ein Dings zu holen hier. Eine Kuh zu holen. Ach so, Moment. Ah, wir müssen aber auch noch zu Parker. Wir müssen wirklich ganz, ganz viel machen. I could never live anywhere else. Everyone here knows me, all my flaws included. And they still wave back when I pass them by. Ja, so muss das sein, ne? Dann würde ich sagen,
holen wir uns, obwohl wir haben noch 14. Ja, vom einen nehmen wir noch, dann haben wir glatt 15. Ist vielleicht ein bisschen albern, ja, aber das ist schon okay so. Mit dir können wir noch mal kurz reden, dann weiß ich, ich habe die rechte Seite durch. Bruno's been stopping by the clinic a lot more often. I can sense his loneliness, so I take my time during his appointments. Bruno kommt immer öfter. Oje, oje. So alt wie der ist, ich hoffe jetzt nicht, dass der irgendwie meiner Großmutter nachkommen will oder so. Okay, wir gehen jetzt erstmal. Ja, dich suche ich, glaube ich. Ich hoffe, ich kann dir das tagsüber geben. Scheiße, ich kann es ihm nicht tagsüber geben. Enjoying summer, Shelby? Ah, night skies are clear. That's useful. Useful for what? For looking at the sky. What else? Ja, genau. Für was sonst, ne? Ah, gut. Ich bin immer richtig rum hinterhergelaufen. Sehr schön. Being a messenger has changed me for the better. I never thought I'd be able to actually help people. So, ja, schade. Dann müssen wir auf jeden Fall heute Nacht nochmal dahin. Wir müssen aber noch mal kurz mit Parker sprechen, weil mir ist das unheimlich wichtig, diesen Bereich zu machen. I've been working on a new roof for Amira's place. We can't have the roof cave in on the only person who could fix folks hurt by a roof cave in. Ja, da hat er nicht so ganz Unrecht, ne? Das wird wahrscheinlich für die Schafe sein, vermute ich mal. Dass wir da was freischalten können. Oder vielleicht, wenn wir was anderes noch bauen können. das Heufeld ist mir persönlich zu teuer. Also nicht wegen den 2000, das auch. Aber wir haben bei weitem noch nicht die... Ach, die brauchen wir aber auch für die Gemüsebeete. Ah. Das ist gar nicht so einfach, das zu bauen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir wirklich erst die Kuh nehmen. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon festgestellt. Aber, naja. Wie gesagt, ich habe jetzt auch wieder ein paar Tage nicht mehr spielen können. Leider aufgrund des Trubels hier. Und ja, da vergisst man dann doch schon mal so einige Sachen, die man dann im Vorfeld schon, wie ich denke zumindest, herausgefunden hat. Also wir müssen auf jeden Fall Fische angeln. Das heißt, ich würde sagen, Shelby ist ja eh nicht im Wald und sonst scheint hier auch keiner zu sein oben. Nee. Das heißt, dass wir jetzt hier mal eben den Fisch angeln. Da muss ich nämlich nicht extra nochmal rüberlaufen. In den Wald. Da muss ich zwar heute Nacht nochmal hin. Oh, quick! Das war der falsche. Aber ja, da müssen wir das nicht jetzt machen. Ah, got one! Ja, jetzt sowieso nicht. Ich meine, nicht nochmal extra machen. So, das wollte ich sagen. Dann gucken wir oben nochmal eben an der Angelstelle. Ob wir die mitnehmen können? Oh, noch eine Alraune. Sehr, sehr geil. Hallo? Da. Wollte schon sagen. Irgendwann muss das doch getriggert werden. Das ist ein hässlicher Fisch. Das sehe ich von hier aus. Und eklig. Okay, da stehe ich jetzt nur wild. Ich wollte gerade sagen, normalerweise steht da doch immer, das ist der und der Fisch. Er ist eklig. Die ekligen Fische bringe ich zu Bruno oder verarbeite sie zu essen. Das ist ja wirklich so. Fragezeichen. Oh, sehr schön. Das heißt, die können wir auch direkt machen, wenn wir heute Nacht wiederkommen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich jetzt mit euch hier noch die Runde zu Ende mache. Dann offline noch ein wenig schaue, dass ich noch ein bisschen angel. Das ist ganz wichtig. Und did wir... Did you grow up here? Me? No, I'm from Milkwater, the town right across the ferry. Fairhaven may not be as big as Milkwater, but I think that adds to its charm. I like to think of Fairhaven as a work in progress. I'm sure the residents really appreciate that. Mhm. Ja, und ganz, komm raus hier, und ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir noch die Kuh kaufen. Sebastian's been thinking about colleges. He's picked a couple of places close by, but I'm like, dream bigger, kid.
Okay, und wir haben unser Herz, glaube ich, komplettiert. I represent everyone in our community, not just people who like me, but most people like me. Mhm, das kann ich ehrlich gesagt nicht so wirklich glauben, aber naja. Das möchte ich auch nicht machen. Der Bäcker ist nicht da. Was ist mit dir? Your jewelry is all so beautiful, Francis. Thanks. I wish I could work on more complex pieces, but I don't have the materials. Well, what would you need for that? Oh, better quality metals, finer jewels, but it's hard to source things. Ach ja, ach nee, er will aber nur Gold haben wahrscheinlich, ne? Ach so, Moment, er möchte auch Amethyste haben. Eine Perle habe ich auch. Das Problem ist, also die Perle ist wahrscheinlich sehr, sehr selten nur zu finden. Der Amethyst, den könnten wir vielleicht öfter mal finden. Ich würde sagen, wir probieren es mal aus, dass wir einen verkaufen. Ah, ja, 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 ja. Da geht das Ganze auch hoch. Das heißt, ach so, da unten stand doch auch zum Freischalten mehr. Das heißt, dass wir dann auch Diamanten und so weiter kaufen können. Gut, muss man natürlich nicht unbedingt freischalten. Wäre aber was, was man auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte. Würde ich doch mal glatt behaupten. Ach, der Bäcker ist auch da. Moment, da muss ich da mal eben hin. Nicht, dass der da gleich abhaut. Wenn ich noch nicht da war. Nein, nein, ich will mit dir sprechen. I just can't wait to visit my brother and baby Malcolm. I might have missed out on some prime bun in the oven jokes, but I'm more than ready to make up for it with cute baked good nicknames. Look at my little cupcake. Aren't you just softer than room temperature butter? Okay. I love working with gold. It strings out beautifully into wire every time. I give the extra to Francis, and he makes me cute little gifts I send to my ma. Francis, genau, so hieß der. Jetzt weiß ich es wieder. Okay, gut, dass wir den Bäcker noch getroffen haben und angesprochen haben. Der ist nämlich jetzt auch schon wieder auf dem Weg ins Nirvana, wollte ich gerade sagen. Nee, jenseits war jetzt auch nicht besser, was ich im Kopf hatte. Also weg halt, ne? Auf dem Weg ins Weg, genau. Angus is the most wholesome gamer I've ever met. We started playing fighting games at his place on Saturdays. I always beat him, and he just grins and says, "Oh, you really got me, Kim. I just wish you'd stop asking me to go to the Consciousness Center." Ja, vor allen Dingen Gaming und Kirche, weiß ich nicht, ob sich das so gut verträgt. Gut, das hat mit Gaming an sich jetzt nichts zu tun, muss man dazu sagen. Natalia nearly cleared me out on butter and veggies. Said she was gonna cook up a snack storm before her next trip down to the mines. Andere Frage, wie viel haben wir noch von dem Mehl? 9. Na komm, dann kaufen wir eins noch, dann haben wir direkt 10, dann können wir nämlich wieder 10 Fische machen. Eigentlich müsste ich mehr holen, ich weiß, aber da war ich auch drin, das ist soweit okay. Dann ist eigentlich egal, ob ich oben oder unten rumlaufe. Dann gehe ich nämlich nochmal ganz schnell zur Ranch rüber, in der Hoffnung, dass der jetzt nicht irgendwie Feierabend gemacht hat in der Zwischenzeit. Weil dann raste ich hier aus. Ich will endlich die Kuh haben. Nein, er ist noch da. Sehr schön. Aber noch einen Küken, glaube ich, können wir nicht kaufen. Ne? Das wäre zu teuer, denke ich mal. Gucken wir mal in 250. Oh doch, das würde sogar noch gehen. Also erstmal Kuh, beziehungsweise es ist ja ein Kälbchen, obwohl ein Kuh drüber steht. So, ein Scheunentier, das Milch erzeugt. Wenn man sich gut um es kümmert, braucht jeden Tag Heu. Ach so, Heu. Ja gut, aber das können wir ja noch kaufen erstmal, bis wir das dann selber anlegen. Oh. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Butterblume. Oh, Butterblume hört sich doch geil an. Buttercup. That's definitely a name. Ja, oder? Warte, nicht abhauen. Ich muss bei dir was kaufen. Das kann ich doch hier. So, Moment. Jetzt rennt die einfach da rein. Ich kaufe mal direkt erstmal 10 Stück. Dann habe ich für 10 Tage wieder was. Und ich möchte bitte auch ein Küken noch holen. Here is your animal. Now,
What would you like to call her? Nugget. Nugget hört sich auch gut an. Ich nehme Nugget, genau. Nuggets. Mm-hmm. That's exactly what I was thinking. Echt? Der sagt doch sonst immer nur was Negatives. Dann würde ich aber sagen, dass wir auch noch ein bisschen Hühnerfutter holen. Wie teuer wird das denn, wenn wir, genau, 11 kaufen? So, dann haben wir für jeden, sage ich mal, 10 in petto momentan. Okay, du darfst jetzt gehen, alles gut. Dich, kleines Küken, muss ich eben füttern. Hallo? Nein, ich darf dich auch lieb haben. Moment, das müssen wir auch noch machen. So, mal eben so übers Köpfchen tätscheln. Das arme Küken fast erdrücken. Nein. Hallo. Nugget wollte ich gerade schon gesagt haben. Oh, du bist so süß. Ich muss dich erstmal füttern. Du bist so knuffelig. Jetzt muss ich warten, bis das unten rechts weg ist, falls ich nochmal einen Screenshot machen kann. So. Oh, ja. Ich brauche ja auch Bilder, die ich dann hochladen kann, zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram, ne? Die darf man ja nicht vernachlässigen. So, okay, jetzt sind wir natürlich wieder hier. Was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Dann würde ich sagen, bis ich des Nachts mich in den Wald schleichen werde und noch was abgeben werde, werde ich noch mal ein bisschen angeln. Oh. Natürlich haben wir wieder die Falschen dran. Werde ich noch mal ein bisschen angeln. Falls ich unterwegs noch jemanden begegnen sollte, werde ich das natürlich eben noch hinzufügen. Oh, weil die Kinder sind ja auch normalerweise noch unterwegs. Mit denen haben wir auch noch nicht gesprochen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich. Kann auch mal der Große dran gehen, bitte. Sehen wir uns dann gleich wieder, wenn es Nacht ist und ich die Blumen pflücke und meine Quest abgeben werde. Bis gleich. Is it it is a recipe. Und natürlich bei der letzten Angelstelle, die noch frei war, habe ich ein Rezept geangelt. Chicken Tikka Masala. So, bevor ich es vergesse, wollte ich übrigens auch mal kurz im Schuppen vorbeischauen. Stimmt, der ist ja erweitert worden. Das habe ich ja komplett vergessen. Müssen wir jetzt mal eben schauen. Den setzen wir mal dahin. Dann, nee, ich würde sagen, den Webstuhl, weil der so groß ist, setzen wir den nach außen hin. Das müssten wir eigentlich zusammen machen. Das ist fürs Papier, das ist ja einzeln. So, das stellen wir dahin. Das drehen wir so weit. Kann ich das wieder nicht mehr weiter nehmen. So. Und stellen es dahin. Und das können wir ja eigentlich hier unten lassen. Das ist ja soweit okay. Achso, können wir eigentlich noch irgendwas anderes? Kerzentauchstation, Entsafter, Färbebad. Das bräuchte ich, glaube ich, auch. Ne? Er hat ja gesagt, dass das... Achso, dafür brauche ich noch Eisen für. Ja gut, das ist aber auch gar nicht so teuer. Für die Herstellung von Metallschmuck und anderen nützlichen Gegenständen. Dann können wir ihm natürlich Konkurrenz machen. Ich darf das ja nicht so laut sagen, ne? Dafür können wir auch ein bisschen sammeln. Ja, ich würde sagen, also das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal noch. Schauen wir uns hier mal die Raupen an. Seidenfaden. Können wir nur... Ach so, können wir nur bekommen, wenn wir ein Maulbeerblatt da reintun. Wo zur Hölle soll man jetzt ein Maulbeerblatt herkriegen? Ich schreibe mir das mal kurz auf. Maulbeerblatt. Oder würde der, unser Surferboy, würde der das eventuell auch anbieten? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Naja, ich laufe auf jeden Fall jetzt erstmal Richtung Wald. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Yo, the onsen is sick. I can't believe you and Kim made this happen. It's so relaxing. I could just fall asleep. But I'm not supposed to sleep in there. But for real, if I did, would anyone notice?
Ich denke nicht. So, dann können wir endlich die Mondblumen einsammeln. Dritte dann auch noch. Nebenbei dann auch noch den Schluck auf mitnehmen. Und dann schauen wir mal, ob Shelby schon hier ist, damit wir ihm das geben können. Er ist gar nicht hier, ne? Wo ist er? Is all the secrecy and fancy speech getting to you yet? Is it that obvious? I was the same at the start. It's annoying, but worth it. Hallöchen. So, I hear you're the one who welcomed the meteorologist to town, Tara. Yeah, Otto Mullen forced me for the job. But Giva seems nice, so I didn't mind. She may be nice, but her presence here could be dangerous. She came here to look into Fairhaven's weather patterns. We caused those weather patterns. Ja, sie hat nach dem Wetter gefragt. She did ask if I knew anything that would explain the weather anomalies. That's exactly what I'm worried about. If she's a competent meteorologist, she'll dig far enough into the island's weather that she just might find us at the center. We should all keep an eye on her discoveries. Oh, wait. No. I don't think that's what Grandma would have wanted. Didn't she warn us against this exact attitude? Even if Giva does uncover something that points to us, that isn't necessarily bad. Maybe she's trustworthy. I wish I agreed with you. But as witches, we can never be too careful. We're not only responsible for our own safety, but the safety of the entire island, even the parts beyond the veil. Ganz Unrecht hat sie ja nicht. Ach, da ist auch Shelby endlich. Here's your milk and honey, Farseer. That'll do. I'll leave some out for the Fey folk. What will you do with the rest? Put it in my tea, of course. Fool question. Feenfantastische Geschenke. Sprich nach dem Sommerfest mit dem Wahrsager, um herauszufinden, ob deine Gabe den Feen gefallen hat. Das ist super, weil in der nächsten Folge haben wir ja schon das Fest und dann können wir quasi, ja, abends dann ja theoretisch, also morgen sozusagen, mit denen reden. So you're the Farseer. That means that you can see the future? When the need arises. But there's plenty to see in the here and now if you just pay attention. You sound just like my grandma. I miss her so much. I want to do what she said and make things better between the coven and the town, but I don't really know where to start. Ah, that's simple enough. You just gotta find a way into their hearts. Simple as that, huh? Here. Craft this crystal ball in your sanctum. Once you've created it, you'll be able to see the heart's desire of any person on the island. You'll need this crystal ball potion any time you want to use your crystal ball. Come see me when it's ready. Ah, wie geil! Ich sehe dich glasklar. Verwende die Glaskugel, um das Lieblingsgericht des Wahrsagers herauszufinden. Ach so, okay. Ich darf gar nicht mein eigenes. Na gut, ich muss es einmal mit ihm machen. Naja, gut. Ich hoffe, dass das Rezept nicht allzu teuer ist. Does anyone else in your family have foresight? More or less. I was born with a particular knack for it. Neue Blaupause. In meinem Keller kann ich jetzt eine Glaskugel bauen. Und den Glaskugeltrank kann ich machen. Sehr, sehr geil. Dann reden wir noch mal eben zum Abschluss mit den Zweien hier. I got a letter from an institute focused on herb lore. They want to recruit me. I love potions, but I'm not sure if that's the right move for me. I can't believe magic schools are actually a thing. Girl, they've been around for ages. They're also crazy expensive, so it's like probably not a real option. The Farseer's advice may seem unclear, but if you really listen, everything he says makes sense in the end. Was war das denn nochmal? Have you made my potion yet? Ich brauche einen Hinweis. Wer bist du? Kann ich jetzt nicht rausgehen, ne? Mist. No. I need a hint. Who are you? You really don't know? Surely those lovely eyes are more perceptive than you think. Hazel had this way of really seeing people, even when she first met them.
I bet you do too. Ich glaube, ich weiß, wer sie ist. Ich bin allerdings jetzt ein bisschen... Ach so, ich muss das herstellen, um die Identität von der zu erfahren. Ah, okay, das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich sollte... Ach nee, ich muss das aber nicht machen, wenn ich da zu Besuch war, glaube ich. Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns dann gleich wiedersehen, wenn ich bei mir im Haus bin. Und ich verabschiede mich dann schon mal für heute und freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge, weil ich keine Ahnung habe, was da passieren wird, weil dann ja das Fest starten soll, so wie ich es verstanden habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Ja, nicht ganz bis zur nächsten Folge. Es tut mir leid, wir wollen mal kurz gucken, was wir noch brauchen. Also Holzeisen haben wir genug. Wir bräuchten noch etwas Lehm für die Glaskugel. Da werde ich mich dann auf jeden Fall in der nächsten Folge mal drum kümmern. Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.